So, also bis jetzt habe ich immer noch kein geeignetes Versteck für das Hexenbuch gefunden. Und richtig funktionieren will es bei mir auch nicht. Wahrscheinlich, weil es merkt, dass ich es gestohlen habe. Oh, dieser Dragon ist mir auf den Fersen. Oh Gott, oh Gott. Nein, dann schnell weg. Ich will ja nicht sofort erkannt werden. Ja, ab durch die Mitte mit der Schnitte. Ja, mei, oh mei, oh mei. Das riecht ja hier wie ein ganzer Fischkutter. Mensch, ein richtig ekliges Parfüm, was nach Rabenfedern riecht. Das ist aber nicht original. Mal überlegen. Die einzige Hexe, die ich kenne, die Rabenparfüm benutzt, das ist doch die Rabia. Ob die vielleicht dahinter steckt? Naja, also schnell eingebildet und eingeschnappt ist sie ja, ne? Tja, das könnte gut sein. Die ist ja so eine olde Wetterhex. Hey, Walpurgia! Ich bin auf der richtigen Fährte. Tu mal einen Tau. Ich glaube, gleich haben wir das Rätsel gelöst. Dann ist aus die Maus im Hexenhaus. Verdammt, da seid ihr ja schon. Walpurgia und Dragon, versucht es erst gar nicht, gegen mich ankämpfen zu wollen. Besonders nicht du, Walpurgia. Gegen meine Hexkraft kannst du nicht siegen. Dafür bist du viel zu schwach. Glaubst du? Nein, nein, das glaube ich nicht nur, das weiß ich. Gegen mich, eine der mächtigsten Wetterhexen, gegen mich, Rabia, kommt man nicht an. Hexamo, Hexame. Hex, Hex und Hux. Du kannst mich doch nicht einfach in diese Kiste hier hexen. Aber eines hast du nicht dabei bedacht. Das Hexenbuch mag zwar jetzt in deinem Besitze sein, aber ich habe Flugsalbe an mir und mit genau dieser werde ich jetzt hinausfliegen und flüchten. Moment, warum funktioniert das denn nicht? Ah, ich Esel! Die Kiste ist gehext. Da wirken keine anderen Hexereien. Mist! Verdammt schlau bist du. Respekt. Dank. Und immer wieder Dank, Walpurgia und Dragon, meine beiden Freunde. Dank euch ist das Hexenbuch wieder da, wo es hingehört, und alles ist wieder gut. Und die Walpurgisnachtfeier kann heute Abend auch wie geplant stattfinden. Das alles nur dank euch. Tja, normal, nicht? Obwohl, ich hab das Buch eigentlich gesucht, damit wir heute Abend vernünftig Party machen können. Mensch, Dragon, das formuliert man doch ein bisschen höflicher. Tja, was denn? Ich bin immerhin ehrlich, ne? Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls ist das Hexenbuch wieder da und ich werde den Brocken jetzt dementsprechend mit einem Zauber dekorieren. Alanium! Na bitte, jetzt sieht der Brocken doch schon viel schöner aus, passend zur Feier. Ja, aber bis die anderen Hexen eingetrudelt sind, haben wir ja auch noch eine Menge zu tun, nicht? Ja, aber na nü,
Meine Drachennase juckt. Das ist kein gutes Zeichen, nicht? Dann schaue ich mal rüber auf die Lichtung, wo die Rabia noch gefangen ist. Weil sicher ist sicher, ne? Sonst ist nichts mehr mit aus die Maus im Hexenhaus. Ja, denn der Rabia, der kann man nicht den Rücken zudrehen. Und ich komm doch noch raus. Irgendwie schaffe ich das. Ich muss das doch. Aua! Ich muss das doch schaffen. Ich bin doch schließlich eine Wetterhexe. Au! Eine Wetterhexe. Ha! Ich bin draußen. Hey! So. Und jetzt dank der Flugsalbe schnell abdüsen. Oh. Die Salbe ist schon fast eingezogen. Hoffentlich schaffe ich es dann noch ganz gut nach Hause. Na dann mal los. Huch. Huch. Ach Gott, oh Gott. Ja, das wird aber eine stürmische Fahrt. Oder ein stürmischer Flug, besser gesagt. Naja, ab die Post. Ciao beim Klabautermann. Jetzt ist sie uns doch durch die Lappen geflutscht. Naja, soll sie doch machen. Wir haben erstmal heute Abend unsere schöne Walpurgisnachtfeier und die lassen wir uns durch nichts und niemanden kaputt machen, nicht? So, und nun ab ins Hexenfeuer. Joe, das ist das Beste an der ganzen Feier. Ich sag es euch. Oh, ist das schön warm. Hey, keine Sorge, uns kann nichts passieren. Ne, uns Zauberwesen. Ne, also mir und den Hexen und Zauberern. Ja, das war's also mit unserer Geschichte. Moment, das ist ja doch kein Trauerzug, sondern eine Party. Ey, macht mal die Musik wieder an. Mir will Party machen. Tschüss dann. Thank you.
Gegen so ein blödes Wetter hilft halt immer nur eine schöne Geschichte.